Ja, hallo zusammen. Hier bin ich endlich mal wieder mit einem Video mit Kommentar von mir dabei. Wir fliegen heute von München nach London Gatwick. Das ECAO-Code Echo Golf Kilo Kilo mit einer 777 von Lufthansa. Das Flugzeug fährt gerade im Hintergrund hoch. Ich habe die Route soweit vorbereitet mit dem EFAS und wir starten in München auf der 26 Right, also in südwestliche Richtung, drehen dann nordwestlich ab Richtung London. Es regnet gerade in München, wie ihr seht, das finde ich gerade ganz gut. Dann hoffe ich, dass das mit dem ASN vernünftig funktioniert und wir Regenradar in der Maschine haben. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Cockpit rein und programmieren uns das FMC. So, da sind wir jetzt wieder im Flugzeug. Wie gesagt, die Maschine fährt gerade hoch. Jetzt muss ich gerade mal kurz lesen, sorry. So, dann requesten wir uns unsere Route. Das Flugzeug ist schon über das SMC beladen und getankt worden. Wir haben einen Zero-Fuel-Wert von 207,3 und haben 18,167 Tonnen Fuel an Bord. So, die Route ist geladen. Können wir uns jetzt ins FMC reinladen. Jetzt haben wir, was passiert. Die Türe vom Catering wieder zu. Wir haben, wie gesagt, die Handel 26 Right uns ausgewählt. In nördliche Richtung. Wir fliegen daher die 26 Right. Unser erster Wegpunkt ist Lida. Das heißt, wir werden November nehmen. Die Arrival Route ist auf der 26 links. Und wir haben Team 2 Foxtrot und der Transition ist Team Bar. Dann würde ich sagen, aktivieren wir die Route mal und gehen ins Perfinet. Perfinet ist auch schon so weit hoch, wir haben 38.000 Fuß. Stimmt sehr bestimmt nicht so ganz, weiß ich nicht warum, wieso, weshalb. Er das nicht nimmt, finde ich jetzt auch die 2 in Zukunft, auf dem 2% wird er trotzdem wieder 7,5 Tonnen. Das heißt, wir ändern das Ganze hier über um. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Lecks, in die Loopdata, den Wind, den er uns schon geladen hat. Executen den. Und auf Venus, den Descent Forecast. Auch geladen, laden wir es auch. Gucken wir uns die Route erstmal so weit an. So, Start in München. Ganz gut aus, die Kurve gefällt uns nicht. Muss ich mal gucken, werde ich wahrscheinlich im Laufe des Fluges einfach ändern.
So, dann mit. Verfahren. Nur bei mir auf 5 und das Internet von 29% und ein Trim von 3.0. So, in 2 Minuten und 50 Sekunden, hier steht es, ist das ALS online. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir eine Checkliste, eine FIFA-Checkliste und dann Parking Brake ist set. Flight Instrument ist Altimeter, das ist 1010 und 1010. Heading kann man noch nicht sagen. Flight Direct ist schon mal auf Fuß hoch. Hi, Molly. Hi. Hello. So, 1 Minute 10. Hi. Hi. Aufbringen auf 8 Uhr. Schalten. Hi. Text schon mal rein. Hi, Molly. Sie wird sein Zeit haben. Jetzt. So weit wird es geregelt. Hi. Schon mal einschalten. Hydraulikpumpen umzufahren. Kurs einschalten bis 2:62. Ich müsste bei dem Gewicht 150 Minuten V2 sein. Nächste Pumpe hoch. Hallo. Das ist Center Pumpe. Hi. Auch da. Hi, Molly. Die zwei dazufahren, dann können wir dann die Tonschuhe auf 3 setzen. Hi. Auch schon gemacht. Bieten es an und starten. So, Henning ist 08101. Flight into the set und die FIFA-Check ist completed. Und das Team ist das mal testen. Team ist getestet. Das Wetter war. Hi. Hi, Molly. TCAS test. Pass. Hello. Haben wir die Messung. Hi. Hi. Hi, Molly. Doch nicht gerade wenig regnet und Rettungsflughafen und ein paar Turbulenzen nicht gesehen. So, dann können wir jetzt die
E-Speeds setzen. Nein. Und, wie habe ich? 103 Fieber. Gut. Dann machen wir die von Star Checklist. Flight Detector ist closed and locked. Das muss ja alles. Principal ist 2-3. Belling ist 2-6-2-3-7-0-8. Take off speed, V1-137, V2-143, V2-153. T-Dog-Flight ist completed. Drin ist T-Point-0-0-Units. Ist das set. Taxi und Take-Off-Flight ist completed. Before Star Checklist ist completed. So. Das ist sehr gut. Nummer 8 ist das Board. Klingt jetzt. Scheint mir noch ein bisschen zu dauern. Ich würde sagen, ich mache so lange einfach Pause, bis das Boarding completed ist. So, das Boarding ist so gut wie abgeschlossen. Sorry. Dann Ich hoffe, ich habe ein gutes Bild. Ich bin jetzt gerade nicht richtig. Hi, Molina. Ja, das sieht ja nicht schlecht aus. Hi, Molina. Hello. 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 Hello
use einfach mal zu pushen. Departure check completed. Flight not been inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Start the right hand. Die Außen. Stabilized for snowball. Stabilized. Läuft die Nase ein bisschen. Ich hasse den Winter, viel wie der Sommer. Ach, wo ist der Rumpuschen? Set parking brakes. Haben schon gemacht. Parking brake set. Ist gut. So, dann die V4 Taxi Checklists. NTIs ist 6 months off recall. Unlocking gear. Ist checked. Tow truck disconnected. Why not being removed? For left. For right. Neutral. Foot up. Neutral. Rudder. Das muss ich nicht lachen. Ja, das sind geklaut, ne? Left. Left is clear. Right is clear. V4-Check, die V4-Check-Checklist ist completed. Taxi lights an. Und dann Sau. Unser Taxi. Das
mal nach vorne. Bisschen Lichtgruppe betätigen. Geht doch.
unbedingt durch das Wolkenfeld. So sieht es zumindest gerade aus. Opa. So, den Vektor haben wir uns jetzt auch einfach genommen. Landebahn.
aber wird nur noch als Rollweg genutzt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, schlag mich bitte nicht. Also haben wir das Coachspiel beendet. Wir werden übrigens mit 30 Klappen und 37 Knoten landen. Das habe ich überall programmiert. Und ja, das habe ich mal 20 Meilen, sind wir schon bei Light Slope. Das heißt, ich werde schon mal. Kleines Malheur passiert, Rechner ist abgeschmiert, hatte kurz vorher gespeichert, dann ist das Bett rausgegangen. Ja, seitdem ist es draußen, ich krieg's hier unten rechts, so ein oder zwei Runden, macht den Fach. Und es taut dementsprechend den Recall auf. Geht's immer, wenn es anmacht. Na ja, gut, ist halt so. Gerade etwas Wolken. So, kleines Gehörchen, sorry. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Gateway, muss ich mal einfach gucken. Ich habe da auch wieder eine Freeware-Szenerie aus der bekannten Datenbank. Und, ja, sollen wir mal gucken. Was auch jetzt im Gateway ist, ein Cabin is ready, ist gut. Eine Brücke, wo Flugzeuge drunter herfahren und die Passagiere, übrigens Wort, da drüber gehen und zum, das ist glaube ich Terminal 2. Ich guck mal gerade, das ist eine Karte, die ich jetzt hier habe. Ja, North Terminal. Und ist da sehr interessant. Ich weiß jetzt gerade nicht, die ganzen Parkplätze habe ich mir nicht rausgesucht.
Ja, eine schöne Montag, Dienstag, Mittwoch.
6 Watt Breaking. Nummer Gate 31. Yes, I request a follow me. Was ich jetzt gerade überhaupt nicht weiß, wo es lang wird. Muss ich denn jetzt eigentlich die Scopes anmachen? Und die Weißen? Weiß das einer? 5100 feet remaining. Aber ich will ja erstmal eigentlich nicht mehr nutzen. Ich weiß es gar nicht. Ich lasse es mal nutzen. Ja, ich komme ja schon. Jetzt sagen wir den Marshmallow. Ja, follow me. Ja, wird hier gerne tun, wenn du fahren willst. Nase. Fun. Da stand gerade eine Lufthansa.
wird, ehrlich. Okay, schade, knapp vorbei. Ja, ist genau. Das heißt, wir sind jetzt auf Kilo. Das heißt, hier ist diese Brücke. Ich glaube, so als echter Kapitän da runter zu wollen, ich genau weiß, dass es passt, dann guckt man schon, glaube ich, nicht so gut. So, hier ist unser Gate.
Fuß auf. Türe. Das war denn der Flug von München nach Gatwick. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Hier hinten stehen wir. Dort haben wir dann nochmal die Brücke, die ich eben ansprach. Haus und ja, der Wind drückt unser Seitenruder zur Seite. Und warum die Querruder jetzt gerade noch nicht runterhängen, weiß ich allerdings auch nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch, dass der Druck abgefallen ist. Vielleicht dauert es ein bisschen, man weiß es ja nicht. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder ein Video von mir zu sehen, zu hören, von mir zu hören. Und ich kann euch jetzt schon eins sagen, es sind mehrere Videos schon wieder in Arbeit, die ich mir gerade so zurechtbastel im Kopf. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.